Ingmar, da draußen will unbedingt einen Autogramm von dir. Warte. Ja, warte. Ah, kannst reinlassen. Ey, hast du vielleicht noch einen Gummi? Du weißt doch, die Fans. Jörg. Ingo Stallemann. Hier, immer unterschreiben, bitte. Ja. Unser heutiges Thema: Warum ist Deutschland voll mit belanglosen Promis? Sind wir im internationalen Vergleich wirklich so scheiße? Ich weiß es und Sie gleich auch, denn das ist CCN. Geliebt, gefeiert und verehrt. Ja, ich bin schon ein geiler Hecht. Aber heute soll es noch um andere Promis und Celebrities gehen. Vorab sollten wir aber klären, was genau versteht man eigentlich unter Promi? Also, der Duden definiert prominent als, Zitat, in der Öffentlichkeit bekannt und gesellschaftlich herausragend, beziehungsweise durch Wert, Bedeutung oder Bildung hervorstehend. Bei solchen Attributen denkt man natürlich sofort an Leute wie George Clooney, Jennifer Lawrence oder Beyoncé und Jay-Z. Alles Menschen mit unverkennbarem Talent, gutem Aussehen, Ehrgeiz und Fleiß. Aber alles Menschen aus den USA. Klar, es gibt auch in Deutschland eine Handvoll talentierter Stars, so Leute wie Heidi Klum, Daniel Brühl oder Helene Fischer. Wenn man das mit den Landesgrenzen ein bisschen laxer sieht, also wie die Reichsbürger, dann kommen noch Kaliber wie Christoph Waltz und Arnold Schwarzenegger dazu. Leute wie sie werden häufig beneidet. Sie haben Geld, Ruhm und Ehre. Aber leider auch nie ihre Ruhe. Ein Grund dafür ist mein nächster Gast. Live zugeschaltet, Ludger Rübenich. Hallöchen. Immer in der Nähe der Stars zu sein, ihnen an die schönsten Orte der Welt folgen. Paparazzo ist schon ein Traumberuf, oder? Ach, ein richtiger Scheiß ist das mittlerweile. Es gab Zeiten, da war Jennifer Aniston beim Kuchenfuttern schon ein richtiger Money-Shot. Heute lutscht Natascha Ochsenknecht vor 10 Millionen Zuschauern freiwillig Krokopenisse. Ah, Sie meinen, Ihre Einkünfte sind im Zeitalter von Reality-TV und Selbstvermarktung zurückgegangen? Ach, das ist ja gar kein Ausdruck. Früher habe ich von Lindsay Lohans Busenblitzern wunderbar 2 Monate leben können. Heute präsentieren die Promis ihre Anal-Bleachings gratis im Netz. Womit soll da unser eins noch Geld verdienen? Hm? Also macht Ihnen auch die Selbstvermarktung der Promis zu schaffen? Ach, schauen Sie sich doch mal so einen Instagram-Account an. So einen Einblick kriegt nicht mal ein Dermatologe. Ja, die Teenies kennen heutzutage mittlerweile jedes eingewachsene Schamhaar von Kathi Hummels. Und wissen Sie was? Ich liege da 2 Wochen in der prallen Sonne auf der Lauer, um ein Foto von so einem Promi zu bekommen. Und plötzlich liegt so ein Packer da, irgendwelche Bilder von der, wie sie vorm Wohnzimmerspiegel Nacktgymnastik betreibt. Womit sollen wir denn dagegen ankommen? Hm? Nun ist ja Ihr Image in der Gesellschaft auch nicht mehr das Allerbeste. Ach Gottchen, ja, da jagt man mal eine Prinzessin in den Tod im Tunnelpfeiler und schon ist man der Buhmann der Nation. Na gut, und wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass sich so etwas wie eben mit Lady Di noch einmal wiederholt? Bei null. Wir können uns ja mittlerweile das Benzingeld für so eine Verfolgungsjagd gar nicht mehr leisten. Also ist der Adel vor Ihnen sicher? Leider. Leider? Ja, wissen Sie, eine der letzten Einnahmequellen war ja immer noch das Schmerzensgeld, wenn so ein Promi mal wieder ausrastet und einem richtig schön die Fresse poliert. Damals beim Prügelprinzen Ernst August von Hannover, war das richtig gutes Geld. Aber wenn mir heute so ein Pietro Lombardi eine runterhaut, soll ich bei denen dann Taschenpfändung machen, wenn er vom Jobcenter kommt? Okay, ich sehe, Sie müssen zurück an die Arbeit. Nee, nicht ganz. Meine Nachbarin macht wieder Yoga. Ja, vielen Dank, Ludger Rübenich. Stichwort Pietro Lombardi. Es gibt viele Promis, die können gar nichts. Nicht mal Hauptschule. Trotzdem kennt sie jede Sau. Pietro und seine Sarah waren 2017 mit ihrer Trennung fast so oft auf der Bild-Zeitung wie Kim Jong-un und Donald Trump. Ist ja auch logisch. Das Volk liebt es nun mal, wenn sich 2 Assis die Köpfe einschlagen. Aber wie schafft man es überhaupt in die Zeitung? Wie wird man eigentlich prominent? Nun, in den 50ern, 60ern, da musste man ja richtig was drauf haben, ne? Um berühmt zu werden. Singen, tanzen, Schauspielern oder alles zusammen am besten. Der Grund, es gab nur 2 Hauptsender im Fernsehen. Und die konnte man eben problemlos mit einer Handvoll erlesener Stars füllen.
Heute ist das ein bisschen anders. Es gibt knapp 400 private Sender im deutschsprachigen Raum. Hinzu kommen die öffentlich-rechtlichen. Dadurch steigt natürlich der Bedarf. Ja? Plötzlich hat also alles Platz, was für eine lauwarme Suppe die schiefe Visage in die Kamera hält. Viele versuchen ihr Glück in Castingshows, quasi das Prequel zum Dschungelcamp. Deutschland sucht inzwischen nicht nur nach Superstars, sondern auch nach Topmodels, Schneidern und Köchen. Und weil dadurch gefühlt schon alle Menschen vor der Kamera waren, dürfen jetzt auch mal die Tiere ran. So wie beim Supertalent. 2009, 2013 und 2017 wurde jeweils ein dressierter Hund zum Sieger gewählt. Und ich werde nie das entsetzte Gesicht von Dieter Bohlen vergessen, als die Hündin Primadonna gewann und sich sträubte, mit ihm ein Album aufzunehmen. Da war sogar die Zusammenarbeit mit Mark Medlock um einiges entspannter. Außerdem war der stubenrein, entwurmt und hat immer brav an Dieters Füßen gelegen. Okay, das mit dem entwurmt stimmt nicht. Übrigens, ein weiterer Promi-Karriere-Move, sich so richtig schön von Produzenten fick fördern lassen. Von Leuten wie Bohlen oder Verlegermogul Herbert Burda, der Mann von Maria Furtwängler und Begründer des begehrten Preises, der Bambi. Wer den bekommt, hat's in Deutschland geschafft und mit Castings nicht mehr viel am Hut. Ab hier wird ordentlich gemauschelt und alle verdienen mit. Produzenten, Sender, Zeitschriften und bestenfalls auch noch die Merchandise-Industrie. Aber angeblich haben auch noch höhere Mächte ein Interesse daran, bestimmte Stars nach vorne zu bringen. Es gibt da Gerüchte, dass die CIA in den 60er Jahren Hippie-Idole wie Jim Morrison gefördert und gepusht haben soll, um die damalige Studentenbewegung imagemäßig zu unterlaufen. Ja, das macht total Sinn. Die Studentenproteste gegen den Vietnamkrieg, die waren der Regierung intellektuell nämlich einfach zu stark. Daher sollten Drogensüchtige wie Morrison das Image der seriös wirkenden Studentengeneration nachhaltig beschmutzen. Falls das schon kriminell klingen sollte, dann fragt euch mal, wie die Karriere von Frank Sinatra zustande kam. Sinatra wurde gezielt von der Mafia als Schmusesänger für die Casinos in Las Vegas aufgebaut. Das ist erwiesen und die Figur Johnny Fontane im Kinofilm Der Pate ist zu 100% an Sinatra angelehnt, was dem natürlich nicht so richtig passte. Mal davon ab war Sinatra ein großer Fan der Mafia, so dass er selbst zuvor für die Rolle des Oberpaten Don Corleone vorgesprochen hatte. Tja, das Showgeschäft ist verdammt schmutzig. Und wer weiß, vielleicht sind Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger auch nur billige Marionetten der Kölner Kartoffelschiffsmafia. Ich habe da so einen Verdacht. So undurchsichtig wie das Showgeschäft ist, so alt ist es tatsächlich auch. Das behauptet zumindest unser historischer Promi-Experte Harald Timmendorf. Schönen guten Abend, Herr Timmendorf. Schönen guten Abend. Ja, ja, genau. Herr Timmendorf, wer war denn nun Ihres Ermessens nach der erste Prominente? Lassen Sie mich raten. Jesus. Das ist ganz klar. Uschi Glas kam erst ein paar Jahre später. Jesus hatte einfach die erste Fanbase. Das waren zwar anfangs nur 12, aber dafür überwiegend jünger. Aber dafür hatte er ein lupenreines Groupie und ganz beachtlichen Merchandise. Also die Bibel zum Beispiel hatte eine Auflage von 3 Milliarden. Und das, obwohl wirklich jedes Kind weiß, wie die Geschichte am Ende ausgeht. Nicht spoilern. Ich lese noch. Ich bin Ossi. Ja. Neben Jesus gab es damals natürlich noch die großen Regenten, wie jetzt Caesar oder Kleopatra. Das ist heute zu vergleichen mit Donald Trump und Angela Merkel. Ja. Wussten Sie, dass Caesar und Kleopatra eine Liaison nachgesagt wird? Oh nein, oh Gott, oh, das will ich jetzt bei Trump und Merkel aber nicht vorstellen. Oh, das ist ein bisschen unangenehm. Was ist denn mit unserem Dschungelcamp? Meinen Sie denn, die Römer hätten daran Spaß gehabt? Nein, die Römer, die hatten ja diese Gladiatorenkämpfe. Hm. Und wenn da jetzt einer gejammert hätte, ich bin ein Star, holt mich hier raus, ja, der wäre sicher direkt geköpft worden. Ah. Wobei das ja auch schön wäre für unser Dschungelcamp, oder? Ja, und wie sieht es jetzt bei uns in unseren Breitengraden aus? Wer war jetzt der erste Superstar in Deutschland? Das ist die große Frage. Da scheiden sich die Geister. Manche Experten sagen, das wäre der Neandertaler. Ich tippe einfach immer noch auf Uschi Glas. Also ich habe Ihnen auch eine Hautprobe mitgebracht. Hier von Frau Glas. Das ist eine alte braune Lederhandtasche. Ist die Hautprobe da drin, oder was? Ach so, nein. Das ist die Hautprobe. Ah, okay. Ja, gut, das war unser sogenannter historischer Promi-Experte Harald Timmendorf. Dankeschön, Herr Timmendorf. Schönen Abend. Okay, aber nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Warum hat die USA nur Riesentalente wie Tom Hanks, Beyoncé oder Meryl Streep, während in Deutschland auf jeden Daniel Brühl gefühlt 100 Pietro Lombardis kommen?
Die Antwort ist ziemlich plausibel. Auch in den USA kreuchen tausende Z-Promis rum. Die bleiben aber dauerhaft unter unserer Wahrnehmungsschwelle. Weil sich eben hauptsächlich die hochqualifizierten Leute bis zu uns durchsetzen. Und die Kardashians halt, ne? Das sieht man auch ganz deutlich, wenn man sich die Besetzung des US-Dschungelcamps anschaut. Lou Diamond Phillips, Tori Wilson, Patty Blagojevich. Also Freunde, das klingt wie das oberste Stockwerk im Pascha. Kennt keine Sau, will auch keiner kennen. Im Prinzip ist es mit amerikanischen D-Promis so wie mit Flüchtlingen. Nur die wenigsten erreichen Europa. Zu Beginn der Sendung haben wir uns gefragt, ob deutsche Promis besonders scheiße sind. Die Antwort lautet ja und nein. Ja, weil die Promis auch hierzulande wie Autisten sind. Ein paar von ihnen sind wirklich genial. Aber der Rest wirkt einfach nur irgendwie geistig behindert. Und nein, weil es die Leute im Ausland auch nicht besser haben. Jedes Land hat seinen Pietro Lombardi. Oder andere arme Irre, die sich für ein bisschen Anerkennung zum Horst machen und voll auf den Selbstdarstellungsscheiß abgehen. Um berühmt zu sein, muss man nicht unbedingt talentiert sein. Viele Fans wollen abends vor der Glotze einfach nur das wohlige Gefühl haben, ach, den kenne ich doch, guter Typ. Ich sag ihm mal was. Wer sich berufen fühlt, in die Öffentlichkeit zu gehen, wer sagt, es war schon immer mein ganz, ganz großer Traum, Menschen zu unterhalten, indem ich Hammelhoden und Kakerlaken im australischen Dschungel unverdaut ins Gebüsch kotze, dem sei gesagt, tun Sie's, glauben Sie an sich, kämpfen Sie dafür und geben Sie nie auf. Vielleicht moderieren auch Sie irgendwann diese Sendung. Das war CCN. Wenn Sie jetzt nicht abschalten, bleiben Sie dran. Telefon. Herr Burda! Sie brauchen Moderator, was? Nee, was? Nee, ist ja Quatsch. Warum sollte ich Ihrer Frau meinen Penis schicken? Hallo?